spielen sie in der Regel ein 3-2-1 offensiver und dennoch kassieren sie weniger Gegentore. Man darf gespannt sein. Es wurde spekuliert, ob die Spanier denn ihre Variationen verändern, um die Franzosen aus dem Rückraum, um Volle und Latüt vielleicht besonders zu beschatten. Aber das Spiel muss es erweisen, ob sie tatsächlich von ihrer einstudierenden Variante abgehen oder ob sie es dabei belassen. Die Franzosen im Tor mit Gaudin und Thibaut Pérez, der so gut gehalten hat in der letzten Partie, ist nicht aufgeboten. Auch eine leichte Überraschung. Und die Spanier haben mit Fort und Rico absolute Weltklasse-Torhüter. Wir werden nach diesem Live-Spiel hier bei Eurosport auch noch die Partie der Schweizer gegen die Kombination Tschechei-Slowakei übertragen. Aber jetzt erstmal volle Konzentration auf dieses Live-Spiel, welches mit leichter Verspätung beginnt. Das Problem, diese Spanier sind unglaublich ausgeglichen, variabel. Sicher ist Alemanni auch einer, der vielleicht mit dem härtesten Wurf aller Handballer hier hat, aber man kann sich nicht auf ihn konzentrieren. Richardson mit der 17. Das war seine erste Einlage, der Superabwehrspieler, und er stand, der Treffer zählt nicht. Der Stand nimmt's ohne Murren zur Kenntnis. Rico, der einen ähnlichen Ruf hat wie Andreas Thiel, auch ihm sagt man nachher, er ist ein Hexer. Die Spanier mit der Nummer 5 im mittleren Aufbau, die 10, das ist Geralda. Die Nummer 5 im mittleren Aufbau, O'Callaghan. Aber er ist sicher Spanier vom FC Barcelona, kein Ire. Hier die Franzosen mit Voll und mit Latüne Abwehr. Und das erste Tor. Geralda von Tica Santander. Seit den Weltmeisterschaften 1990 ist er im spanischen Team. Natürlich legt man den Europapokal zugrunde. Immer kann man das nicht tun, siehe Bundesliga. Dann haben die Spanier auch hier ein Plus, denn mit dem FC Barcelona und mit TK Santander sind sie in den Halbfinals. Rico vom FC Barcelona. Ich würde sprechen, das ist eindeutig dieses 3-2-1. Was die Spanier in der Abwehr praktizieren, und das war Voll hier mit der 5. Voll und Latüt und der 13er, der ungemein bullige, bewegliche Philippe Jardin am Kreis. Meunier mit der 15, auch ganz wichtig, dass er wieder dabei ist. Und jetzt gibt es den ersten 7 Meter. Daniel Constantini hat gesagt, wenn wir gegen die Spanier 20 Tore werfen, dann gewinnen wir. Gegen diese Deckung ist das aber kompliziert. Wir werden sehen. Nein, kein 7 Meter. Ich ging fest davon aus. Aber die Schweden belassen es beim Freiwurf. Und Treffer. 1-1. Der Mann, der sich in der letzten Partie so zurückgehalten hat. Denis Latüt mit dem Ausgleich. Gegen die Tschechoslowaken, wo die Franzosen total überlegen waren, musste Philippe Latüt sicherlich auch nicht unbedingt diese Verantwortung übernehmen. Geralda, mittleren Aufbau. Die Franzosen mit ihrem beweglichen Fünferformation und mit Richardson dort vorn, der die Laufwege stört, der die Ballwege versucht zu kreuzen. Ganz, ganz wichtiger Mann. O'Callaghan, die 5.
die neuen Alemanni. Jawohl, sehr schöne Parade von Jean-Yves Thibault, dem 32-Jährigen aus Évry. Es kann ein Spiel der Deckungsreihen werden. Aber das hat auch seine Reize, das wissen Sie. Meunier, in den ersten beiden Spielen konnte er nicht eingesetzt werden. Laurent Meunier war sicherlich neben Richardson in Barcelona, in Granollers, der beste Spieler. Und gibt es die erste Zeitstrafe? Noch nicht. Jardin, den kennen Sie mittlerweile, wenn Sie unser Stammzuschauer sind bei Eurosport. Schweres Durchkommen. Eindeutig, der Rückraum muss hier für Entlastung sorgen, muss die Spanier zwingen, weit rauszutreten. Nur dann hat man auch eine Chance, Jardin am Kreis, in der Kreismitte anzuspielen. Die Außen werden es eh schwer haben. Denn da lassen die Spanier nicht viel Platz. Jetzt hat es mal geklappt, aber Ballverlust. Aber keine Kontermöglichkeit. Doch, das ist ein halber Konter zumindest. Und wunderbar abgeschlossen. Eugenio Serrano. Eugenio Serrano, 32 Jahre alt, einer der Erfahrenen vom FC Barcelona. Über 600 Tore hat er in der Auswahl schon geschossen, war 88 in Barcelona auch schon dabei. 2:1 für die Spanier. Ganz schweres Durchkommen. Sofort bei der Ballablage wird Meunier geblockt, diesmal durch Masip. Einer der gefährlichsten Werfer. Eins dürfen die Franzosen ganz bestimmt nicht machen. Sich auf langes Ballhalten einlassen. Gar dribbeln. Der Ball muss ganz, ganz schnell abgespielt werden. Muss in der Tat zum schnellsten Mitspieler werden. Ansonsten wird es ganz schwer gegen die beweglichen Spanier. Hier hat sich Urdangarin wehgetan, aber die erste Zeitstrafe kassiert Serrano. Sie wissen, die Spanier haben 5 Punkte, sind Tabellenführer in der Gruppe 1 in Halmstad. Die Franzosen sind Zweiter mit 4 Punkten. Wer hier gewinnt, der ist so gut wie sicher im Finale. Überzahlangriff der Franzosen, die nicht die Form haben von Barcelona. Das ist sicher, die aber jetzt ausgleichen. Durch Eric Cantona. Das hat Constantini, der Coach der Franzosen, auch nicht beschönigt. Er sagt, wir sind mental einfach nicht so stark wie bei den Olympischen Spielen, als dieses Team Zauberhandball gespielt hat. Hier sind zu viele Höhen und Tiefen drin. Momentan. Aber nach der Schlappe, nach der Auftaktniederlage gegen die Schweiz, hat sich die Mannschaft doch gefangen. Die Spanier haben sicherlich einen Punkt verschenkt gegen die Kombination der Tschechen und Slowaken. Da haben sie das Team unterschätzt. Könnte ihnen natürlich noch wehtun. Hier wird zugelangt, keine Frage. Die 4 grau, auch vom FC Barcelona. Die Blockbildung Santander. Barcelona ist offensichtlich. Ist auch kein Wunder. Ah, das. Da haben sie Glück, dass sie den Ball behalten, die Spanier.
Der Druck zum Tor ist meiner Meinung nach nicht zu erkennen. Oh, ja. Thibaut, das tut weh. Ein Treffer, den man nicht kommentieren muss. Da beißt sich jeder Torhüter sonst wohin. Aber passiert immer wieder. Also die erste Zeitstrafe haben die Spanier glänzend überstanden. Barbeito ist eingewechselt mit der 15. Jetzt kommt wieder Alemani. Drüben der Linkshänder Masip. Und Tor. 4:2. Geralda, der nur im Angriff spielt. Auch ein Linkshänder. Partie beginnt eigentlich gar nicht so überraschend. Jetzt Druck von Latüt und Tor. Sein zweiter Treffer. Das wissen die Franzosen, wenn sich ihre Aufbauspieler nicht lösen können, wird es kompliziert. 4:3 für Spanien nach 10 Minuten. Fast ein bisschen zu spät gegen Barbeto. Gegen die Tschechen 3 Tore, gegen die Rumänen 3 Tore. Und das ist Meunier. Richardson stört. Meunier blockt sofort mit ab. Kollektive Abwehrarbeit. Anders geht es nicht, weil der Druck der Angreifer riesig ist. Und hier macht Thibaut seinen Fehler wieder gut. Chance der Franzosen zum Ausgleich. Das müsste sein. Oh, unkonzentriert vergeben durch Quentin. Ist das die Quittung? Ja. Das darf man einfach nicht tun in dieser Wurfposition. Und nicht nur Gegentor, sondern auch noch 2 Minuten gegen Fall. Einen der stärksten Franzosen. Hier ist die Zeitlupe. Ja, kann er sich eigentlich gar nicht beschweren. Sind 2 Minuten die Attacke gegen Geralda. Man darf die Spanier nicht zu weit weglassen. Das ist schwer zu kompensieren. Genau. Ein bisschen mit Cabanas zu verwechseln. Spanier im Altersdurchschnitt. Das älteste Team dieser Titelkämpfe, aber das erfahrenste. Und Alemani trifft wieder. Spanien 6:3 gegen Frankreich. Nach etwa einer Viertelstunde. Die Spanier, die 5. Plätze gepachtet zu haben scheinen. 5. in Granollers, 5. bei der Weltmeisterschaft in der Tschechoslowakei. Und war schwer, ganz schwer. Da hatte Quentin nicht mehr viel Zeit. Callahan, der gegen Rumänien 7 Tore warf. Jetzt können die Spanier das Spiel beruhigt aufziehen.
Und der Linkshänder kommt zum Zuge. Via will da drüben. Nein, die Franzosen müssen sich etwas einfallen lassen. Das haut nicht hin in ihrem Abwehrspiel. Dreimal von der gleichen Position. Garalda. Von TK Santander. Auch die Österreicher bekamen ihn nicht in den Griff, da der 7 Tore markiert. 5 gegen Rumänien. Nächste Zeitstrafe ist fällig. Oskar Grau, 2 Minuten. Ah ja, geht schon zur Sache. Eugenio Serrano zeigt, na bitteschön, wer ist denn hier attackiert worden? Aber die Schweden, Johansson, Kjellqvist sind erfahrene Referees. Philipp Jardin noch nicht so zum Zuge gekommen, wie er sich das vorstellt, weil die Spanier dicht machen. Nominell eigentlich eine offensive Abwehr, aber in der Praxis ist sie alles andere als das, weil sie so schnell rücken, nachdrücken. Voll wieder dabei. Jetzt kommt Stöcklin zu diesem 7 Meter gegen Rico. Na, da war er noch dran. Frankreichs Trainer Constantini äußerte heute in der L'Équipe, in der großen französischen Sportzeitung, 60% bringen wir derzeit nur. Gegen Spanien müssen wir uns um 40% steigern, nur dann haben wir eine Chance. Noch ist diese Steigerung nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen Garalda haben sie nicht im Griff. Spanier sind natürlich heiß bis in die Fußspitzen, um dieses Manko von Barcelona zu tilgen. Noch offensiver wird Richardson. Die Franzosen haben vielleicht ein bisschen zu lange von der Substanz gelebt, aber jetzt haben sie Garalda abgeblockt. Und Richardson, und Tor. Das sind die Kombinationen, die die Franzosen in Barcelona berühmt gemacht haben. 88, die Südkoreaner haben diesen Volleyball-Handball in diesem Falle eingeführt. Und mit Richardson kann man das natürlich machen. Der Ball ist lang in der Luft, wunderbarer Treffer durch Volle. Sieben zu fünf. Die Antwort vom Neuner. Alemann. Ist eben das Problem von halblinks und halbrechts. Der Druck von Alemanni und von Garalda, Rivera, Meunier jetzt nicht im Spiel, dafür mit der 4 scharf. Serrano mit dem ledierten Jersey. Seit Jahr und Tag einer, der in der Abwehr noch stärker ist. Latüt
War Rico auch schon wieder dran. Die Spanier sind im Angriff ganz einfach effektiver bislang. Zu viel Fehlschüsse der Franzosen. Juan Francisco Alemany. Baumlang. Und der erneute Treffer. Wieder Garalda. Vor ihm hatten die Franzosen die meiste Angst, den meisten Respekt. Zu Recht bereits sein viertes Tor und 9:5 für die Spanier. Was tun? Vielleicht dieses. Mal eine Aktion im 1:1. Perrieux. Es bleibt ja keine andere Chance. Wenn die Aufbaureihe der Franzosen nicht trifft, zu sehr abgeschirmt wird, dann muss es im Kombinationsspiel geschehen. Dann müssen die Außen etwas wagen. Aber dieser Druck der Spanier. Alemany. Er spielt ausnahmsweise nicht in Barcelona oder Santander, sondern Alzira. Trainer Rivera hat ja auch auf der 3, auf der mittleren Aufbauposition Varianten mit O'Callaghan und mit Masip. 2 Minuten, jetzt muss Philipp Schaaf. Und im Überzahlspiel sind die Spanier bei dieser Weltmeisterschaft fast die erfolgreichste Mannschaft. Fast. Es war ein bisschen sehr zeitig abgeschlossen von Juan Francisco Alemany. Das war nicht nötig. Und dabei hat er sich auch noch wehgetan. Hat er sich selbst bestraft? Valero Rivera wird ihm sagen, mein Lieber, da durftest du wirklich nicht werfen. Jetzt sagt er es ihm ganz bestimmt. Aber Frankreich, der Olympiadritte in der Unterzahl. Das Duell der Torhüter Thibaut und Rico. Ich würde sagen, noch unentschieden. Bislang nicht ausschlaggebend für die Führung der Spanier. Noch 10 Minuten. Die Franzosen in der Unterzahl, die Spanier noch offensiver im Deckungsbild. Oh, Rico. ...31 Jahre alt im 214. Länderspiel. Ein Typ eigentlich wie Andreas Thiel. Jetzt muss der Wurf kommen und da ist der Treffer. Das haben die Franzosen gut gemacht in der Unterzahl. Und Denis Latude aus Nîmes hält die Geschichte wieder offen. Sieben zu neun. Tödlich diese Würfe von der Außenposition. Serrano. Wieder 3 Tore plus. Da hat er keine Chance. Der
Jean-Yves Thibault. Kann den Winkel auch nicht anders zumachen, weil der Spanier so lange so hoch in der Luft steht. Und dann hat er einen ausgesprochen guten Winkel. Blick zur Uhr von Stefan Stöcklin. Auch er kommt aus Nîmes. 20 Tore wollen die Franzosen werfen, um zu gewinnen. Sie werden wohl nach 30 Minuten da im Minus stehen. Denn wenn sie jetzt treffen, ist das erst das Achte. Zumindest, und das lässt die Franzosen hoffen, ist ihr Ass Denis Latude wieder gut beieinander. Er trifft. Zehn zu acht. Urgewalt. Der Fünfer, O'Callaghan. Javi O'Callaghan, wie gesagt, gegen Rumänien, den dreifachen Weltmeister der 60er und 70er Jahre, hat er 7 Tore geworfen. Man kann sich, wie gesagt, auf diese Spanier kaum konzentrieren. In persona meine ich jetzt. Man weiß, Garalda hat den härtesten Wurf, aber das ist eigentlich auch alles. Ansonsten sind sie in der Tat torgefährlich von allen Positionen. Haben jetzt noch Zeit zu wechseln. Urdangarin geht heraus, der auch fast permanent nur für das Abwehrspiel kommt. Festgelaufen. Gefährlich, ganz gefährlich. Oh, 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 oh. Wenn die Schweden jetzt Französisch verstanden hätten. Ganz gefährlich, will ich sagen. Bereits zum zweiten Mal 2 Minuten gegen Philipp Schaaf in der ersten Halbzeit. Ich möchte nicht verschweigen, dass die Schiedsrichter bei dieser Weltmeisterschaft schon in der Kritik stehen, mehr als bei Olympischen Spielen oder Titelkämpfen vorher. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Handball noch athletischer, noch schwer durchschaubarer geworden. Noch 5 Minuten. Bislang haben sich die Spanier das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen. Und die Franzosen müssen auch diesen Angriff wieder in der Unterzahl bestreiten. Den letzten haben sie allerdings durch einen Treffer von Latude erfolgreich abgeschlossen. Jetzt gibt es 2 Minuten gegen einen Spanier. Nein. Latude, aber er ist ein bisschen zu einsam, allein auf weiter Flur. Weder Volle ist im Moment gut genug, noch Meunier, der ohnehin als Torschütze Nachholbedarf hat. Sieben Meter. Wieder war es Latude. Wenn der Druck, wenn Gefahr kommt von den Franzosen, dann nur von diesem Mann. Das ist ein bisschen wenig. Der spielt eine Rolle, eine ähnliche Rolle wie Garalda bei den Spaniern. Stöcklin, einmal hat er schon getroffen. Und nur so ist, glaube ich, gegen Rico zu werfen. Naja, vielleicht kommen die Franzosen doch noch auf ihre 10 Treffer.
Meunier. Masip. Masip jetzt, der halblinks, aber auch genauso gut in der Mitte spielen kann. Schrittfehler der Spanier. Genauer gesagt von Garalda. Chance für Frankreich, das wieder komplett ist zum Anschlusstreffer. Franzosen haben sich wohl wieder herangekämpft, weil die Spanier im Angriffsdruck ein wenig nachgelassen haben. Wurfhand war frei, würde ich auch so sehen. Frankreichs Coach Constantini spielt auch in dieser ersten Halbzeit für viele überraschend, was seine personelle Besetzung des Angriffs angeht. Er lässt Richardson weitgehend draußen. Torhüter Jean-Yves Thibault. Stöcklin. Spielt ganz selten diese Position hier im Aufbau. Perrieux und Masip. Glänzend von beiden. Es hat den Anschein, als hätten sich die Franzosen im Abwehrspiel doch ein bisschen besser eingestellt auf die Spanier, die jetzt doch Mühe haben, das ist deutlich. Dieser Angriff möglicherweise für den gesamten Spielverlauf noch sehr wichtig. O'Callaghan. Nun wieder deutlicheres Plus für die Spanier. Muss ja fast direkt geworfen werden. 12:9. Hat er zwar noch ganz gut durchgebracht, aber es bleibt dabei. Die Franzosen bleiben 3 Tore im Rückstand. 12:9 für Spanien zur Halbzeit. Am 27. Juli 1992, da gewann Frankreich in Granollers vor den Toren von Barcelona mit 18:16. Auch da war offenkundig, dass die Defensivreihen absolut beherrschend waren. Artistische Einlage von Rico, der den ersten Angriff der Franzosen der zweiten Halbzeit abblockt. Und auch in dieser ersten Periode waren die Deckungsreihen sehr, sehr stark. Vor allen Dingen die der Spanier. Und da hatten die Franzosen Mühe mit ihrer Aufbaureihe. Speziell die rechte Seite hing. Oh, das war fast ein Kopftreffer. Im Tor jetzt Christian Gaudin. Bleibt also beim 12:9. Schau an, nun reagiert doch der Trainer der Spanier, Valero. Er nimmt nämlich
Latüt in Pressdeckung, so sieht's aus. Geht also von seinem Schema 3-2-1 ab und macht daraus ein 3-2-1. Das heißt also eine direkte Beschattung des gefährlichsten Franzosen. Mal sehen, wie sich das auszahlt. Trainer Constantini, er hat sein Team in der Pause nicht vom Parkett genommen. Das war ganz interessant. Mit der 4, das ist Oskar Grau, Kreisspieler. Und mit der 9, Gael Mitourel, der Franzose. Matteo Geralda, der hartwerfende Linkshänder, der die Nummer 10 hat. Er war für die Franzosen sozusagen ein rotes Tuch. Da hatte er den Ball, konnte von Meunier nicht gedeckt werden, gestoppt werden. Christian Godin aus Nîmes. Und 4 Tore plus für die Spanier. Ocalaram, sein drittes Tor. Wunderbare Ablage. Die Franzosen rechneten damit, dass Geralda selber wirft, aber nichts. Lorenzo Rico. Das ist der Stand. Und die Spanier wechseln. Raum fortkommt. 5 Jahre jünger. Nein, das stimmt nicht. Das ist der spanische Torhüter, versteht sich. Gegen Stöcklin. Er hat schon 3-7 Meter verwandelt. Nein, 2 und verwandelt jetzt auch den dritten. Alemanni halb links, Geralda halb rechts, in der Mitte im Moment Ocalaram. Masip, der das Treiben auch verrückt machen kann, bislang von Trainer Rivera spartanisch gebracht. Unheimlich hoch stehen die spanischen Aufbauspieler in der Luft. Und der Fünfer, der Javier Ocalaram, kann auch alle Positionen spielen. Aufbaumitte, halbrechts, Kreismitte. Dummes Tor. Haltbarer Treffer. Grau. Das ist ein Fall für Serrano. Der kümmert sich jetzt um Denis Latüt. 14-10, 4 Tore. Bei der Ausgeglichenheit beider Teams ist das eine Menge. Und wer darauf baut, dass die Spanier ja abbauen oder Konzentrationsschwächen über eine längere Zeit offenbaren, der ist, glaube ich, schief gewickelt. Na, Stürmerfoul, das war unklug. Javier Ocalaram. Latüt und sein Schatten in der zweiten Halbzeit, Serrano. Also jetzt ist es doch ein 5-1, so wie es die Franzosen eigentlich auch praktizieren. Nur, dass Richardson dort nicht pressdeckt, sondern variabel vor dem Fünfer reagiert. Die 13, Jardin. Latüt. Von der rechten Seite muss Druck kommen, Entlastung, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Es krankt im Rückraum der Franzosen. Eindeutig. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Richardson
von der Mitte aus operieren, der 17er. Und immer wieder versucht er, den Weg des Balles abzudecken. Aber das ist das falsche Rezept gegen diese Spanier. Tor Nummer 6, Jordan. Pardon, Garalda. Mir schien, da war in Spanien doch ein bisschen deutlich durch den Kreis gelaufen. Aber es ist noch gut gegangen. Das ist Jordan. Liefert sich im Deckungszentrum große Duelle. Na bitte, nun hat er auch Rico sein sogenanntes dummes Tor kassiert. Nicht nur Rodon gegen Philipp Schaaf. Aber ein Mann seiner Klasse lässt sich da, denke ich mal, nicht irritieren. Das ist der Lorenzo Rico. Wenn er einen guten Tag hat, kann er jeden Angreifer schier zur Verzweiflung bringen. Wie die Kletten hängen sie an ihm, am Zehner, an Matteo Garalda. Runtergedrückt, 2 Minuten. Wer kassiert sie? Na, alles klar, voll. Auch er steht dicht vor der Disqualifikation. Wie ein Faden, nicht zu sehen. Alemanni. Normalerweise hat sich das Spiel eingepegelt. Es ist recht selten, dass solche Treffen dann noch kippen. Die Überlegenheit der Spanier aus dem Rückraum ist das Entscheidende und vor allen Dingen aus beiden Rückraumpositionen. Und seitdem Latüt nun in Pressdeckung genommen ist, kommt da so gut wie gar nichts mehr bei den Franzosen. Ein Team, welches mental, auch mental hundertprozentig topfit ist, weiß darauf Antworten, Lösungen. Ob es den Franzosen gelingt, ich habe da so leichte Zweifel. Vor einem Jahr, da hätten sie wahrscheinlich eine Antwort gewusst in Spanien. Aber da haben sie durchgängig ein bisschen anders gespielt. 7 Meter. Oh, Kalaram hat sich durchgesetzt. Und Garalda wird sicherlich, er wird sicherlich knallen. Oh, er hat geknallt, aber trotzdem war Godin dran. Es muss ihm doch fast die Finger weggerissen haben. Nicht gut geworfen. Daraufhin Prost. Vielleicht ist es ein Signal für sein Team. Manchmal braucht eine Mannschaft so eine herausragende Aktion ihres Torhüters. Richardson jetzt halb links im Aufbau. Ja, ja, ja. Er warf jetzt 3 Tore hintereinander. Der Philipp Schaaf. Geht aus dem Stand hoch. Jetzt hat Rico 2-3 Mal nicht so hervorragend ausgesehen. Und Stürmerfoul. Eine Phase, die Frankreich ausnutzen muss. Die Spanier werden dem Gegner nicht allzu viele Gelegenheiten geben. Das ist aber eine. Gehen Sie wieder von Ihrem Prinzip ab.
sprich Latüt in Pressdeckung zu nehmen. Sie antworten ganz cool. Barbeto. Und wie sie diesen Angriff durchgespielt haben, das spricht für ausgesprochenes Selbstbewusstsein. Nun Richardson auch im Angriff. Als mittlerer Aufbauspieler, der 17er. Er kann es vielleicht noch drehen. Mit seinen Ideen. Denn er spielt Handball mit Intuition. Er kann Strukturen aufreißen. Schauen Sie, das war schon so ein Anspiel. Das ist dann meistens eine Alibi-Entscheidung auch der Schiedsrichter, wenn sie einen hervorragenden Angriff unterbinden, um dann, ich sage mal, ausgleichende Gerechtigkeit walten zu lassen. 2 Minuten Strafe. Monturel. Franzosen machen sich heiß gegenseitig. Schönes Anspiel von Latüt. In der Unterzahl ist natürlich dieses Deckungssystem nicht zu praktizieren. Da müssen die Spanier zurück. Da kann Serrano nicht offensiv decken. Imponierend bleibt dabei, wie die spanischen Aufbauspieler ihren Körper einsetzen. Geschickt gemacht von den Spaniern. Sie halten den Ball. Barbeto. Lässt sich auswechseln. Serrano kommt. Sie versuchen, die Zeitstrafe zu überspielen. Jetzt muss aber Druck kommen, sonst ist es passives Spiel. Noch ist Frankreich nicht unter dem Tisch. Richardson, Meunier, schön durchgespielte Tor. Tor durch den Fünfer, durch Volle, der auf einer Position auftauchte, wo er normalerweise nicht hingehört. Aber das ist es. Weg vom Schema. Nur so geht's. Frankreich kommt heran. Nur noch 17 zu 15, 4 Tore plus waren's, jetzt nur noch 2. Jetzt kein Gegentor, dann sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Und Stürmerfoul von Garalda. Franzosen spielen mutiger, variabler, wechseln die Positionen und bringen die Spanier damit in Verlegenheit. Diesmal aufgelaufen, gepfiffen von Voll. Besser gesagt, er hat nicht gepfiffen. Das haben die Schiedsrichter getan. Ihm hat man den Angriff weggepfiffen. Bei wem die Sympathien im Moment liegen, können Sie der Geräuschkulisse entnehmen. Pfiffe gegen die Spanier. Die müssen jetzt ein Tor werfen, um nicht in Verlegenheit zu kommen. War Valero Rivera. Franzosen haben ihre Chance. Richardson, mittlerer Aufbau. Pass wäre auch nicht angekommen. Hat er Glück gehabt. Nicht so leichtsinnig, Philipp Scharf, sagen seine Mannschaftskameraden.
Voll und Richardson. Mit Tourelle, der links außen spielt, jetzt voll wieder halb Position. Und Richardson, da steht er durch, da geht er durch. Der Alleskönner der Franzosen, Anschlusstreffer. Immer wenn die Karre im Dreck zu stecken scheint, kommt Richardson, spielt auch einen Angriff. Und dann sieht es sofort freundlicher aus. 17:16. Dass der Ball noch reinging, da hat der spanische Gott geholfen. Masip, der Achter, seinem ersten Tor in dieser Partie. Wieder etwas Luft für die Franzosen. Sie sind live dabei, liebe Zuschauer von Eurosport. Im Anschluss an diese Partie übertragen wir auch noch das Spiel der Schweizer gegen die Tschechen und Slowaken. Und morgen, das darf ich jetzt auch schon sagen, sind sie direkt dabei um 19 Uhr, wenn aus Stockholm die Partie der Schweden gegen die Deutschen übertragen wird. 7 Meter für Frankreich. 2 Minuten. Auch er hat schon die zweite Zeitstrafe. Ganz sicher Stefan Stöcklin bei den 7 Metern. Frankreich ist dran. Constantini, kurze Bild, der Coach der Franzosen. Es gibt immer 2 Möglichkeiten. Entweder sind die Franzosen in der Deckung stärker geworden oder die Franzosen lassen nach in ihrem Angriffsdruck. Garalda lange nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Und Alemanni bringt auch weniger Druck. Und so geht's. Und jetzt liegt der Ausgleich in der Luft. Halber Tempo-Gegenstoß. Da hatte Philipp Schaaf viel Glück, dass der Ball bei den Franzosen bleibt. Die nehmen Meunier heraus, der zu wenig Druck bringt im Angriff. Gehen wieder mit Schaaf, mit Voll und mit Latüt in die Aufbaureihe. Nein, da hat er übertreten, der Eugenio Serrano. Das war deutlich zu sehen. Der Treffer zählt nicht. Immer noch Chance zum Ausgleich. Da ist er. Jawohl. Voll. Solche Spiele kippen in der Regel nicht, aber nur in der Regel. Denkt er jetzt an Barcelona? Denkt er jetzt an den 27. Juli? Denkt er jetzt an das 16:18? Zeit vergeht wie im Flug in der zweiten Halbzeit. Nur noch gute 10 Minuten. Unentschieden zwischen den Spaniern, die den Ball führen, und den Franzosen im vorentscheidenden Spiel der Halmstad-Gruppe. Wieder ein Plus für Spanien. Kamera sucht ihn, aber es war Garalda. Ja.
Die Ausgangsposition ist natürlich für die Spanier günstiger, die mit nur einem Minuspunkt belastet sind. Dieses 19:19 gegen die Tschechen-Slowaken. Währenddessen die Franzosen ja die beiden Minuspunkte aus der Auftaktniederlage gegen die Schweiz mit sich rumschleppen. So gesehen, wenn die Franzosen ins Endspiel wollen, müssen sie gewinnen. Den Spaniern reicht unter Umständen ein Remis. Eng bleibt es ganz bestimmt. Noch 10 Minuten. Cool sind nur Johansen und Kjellqvist, die beiden Schiedsrichter aus Schweden. Scharf, voll, Latüt halb links. Sie müssen den Ball wieder laufen lassen, die Franzosen. Zu schwach, um Rico zu bezwingen. Stürmerfoul, sein zweites in 5 Minuten. Garalda. Viel Turbulenz in der Partie. Und der Grat ist verflixt schmal zwischen Glück und Pech. Na, gab es hier ein falsches Wechseln? Das gilt den Franzosen. Aber es war kein Wechselfehler. Glaube ich nicht. Doch, war Wechselfehler. Denn die Spanier bekommen den Ball. Es ist durchaus verständlich, dass jetzt die Wogen der Diskussionen hochpeitschen, weil diese Situation kann natürlich vorentscheidend sein für die Partie. Und jeder hat dort was zu sagen, auch wer es partout nicht gesehen hat. Aber das Zeichen kam von der IAF. Dann wird es korrekt sein. Latüt muss nicht diskutieren, die Entscheidung ist gefallen. Wechselfehler der Franzosen. Die letzten 10 Minuten laufen, ein Tor plus für die Spanier gegen Frankreich. Die Spanier, die drei Viertel der Partie diktierten, aber die dann im Angriff auch leichten Sand im Getriebe hatten. Frage, haben sie diesen Sand herausblasen können? Nein, sie verschenken den Ball und das lässt sich Richardson nicht entgehen. Nein, Ausgleich. Die Souveränität der Iberer ist dahin. Frankreich psychologisch in diesem Match eindeutig in der Vorhand. Da spielt natürlich das, was vor einem Jahr geschah bei Olympia, eine Rolle. Und dann dieser Spielverlauf.
Die Franzosen, die zweimal einen 4-Tore-Rückstand wettgemacht haben, die jetzt wieder in Führung gehen durch Caralda. Im Moment zeigen sie eigentlich nur das, was Frankreich in der ersten Halbzeit geboten hat, nämlich der Druck von einer Position. Bei den Franzosen war es Latüt und bei den Spaniern ist es nach wie vor Caralda. Aber in der ersten Halbzeit, da kam die andere Seite auch dazu. 20:19. Voll scharf Latüt. Diese Aufbaureihe ist im Moment im Angriff die wirkungsvollste in der zweiten Halbzeit. Zeigt Parra an, dass er von Latüt geklammert wird. Mit allen Tricks wird hier gekämpft in der Schlussphase dieser Partie. Kantong jetzt links außen. Latüt, da ist er durch. 7 Meter. 7 Meter. Und die Franzosen sind bislang sehr, sehr sicher im Verwandeln der Strafwürfe. 1 muss man diesem Team aus Frankreich lassen. Gesteigert hat sich die Mannschaft, vor allen Dingen willensmäßig. So geht's auch. So geht's auch. Stöcklin. Nicht einen 7 Meter hat er verworfen. Also da wird sich Constantini sicherlich revidieren müssen. Mental bringt Frankreich nicht nur 60%, das sind sicherlich schon wieder 90%. Aber reicht es, um die Spanier zu schlagen? Nur darum geht's. Caralda ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Jeder Fehlwurf kann jetzt schon fast spielentscheidend sein. Die letzten 5 Minuten laufen. Ja, auch korrekt, 7 Meter. Aber die Spanier sind nicht so stark. Nervlich nicht so stark. Wer wirft? Caralda hat den letzten verknallt. Serrano fragt, na ich etwa? Und keiner nimmt ihm die Verantwortung ab. Ganz wichtiger 7 Meter. Und der Fuchs verwandelt. Der 32-Jährige bringt Spanien wieder mit einem Tor in Plus. Oder ins Plus. Noch einmal, wer sich später eingeschaltet hat, wer die Konstellation in dieser Tabelle nicht so genau kennt. Spanien führt mit 5 Punkten, Frankreich mit 4 Punkten. Die Franzosen müssen gewinnen, wollen sie noch ins große Finale. Voll gegen Paré, auch ein Duell. Latüt im mittleren Aufbau, drüben scharf. Latüt schießt und Zwischenberührung. Franzosen bleiben im Ballbesitz. Drückt schon die Zeit, drückt schon die Zeit. Und er hält, Rico hält. Werfen die Spanier jetzt ein Tor, werden sie diese Partie wohl nicht mehr verlieren. Aber können sie das? Oder riskieren sie ein passives Spiel? Frankreich in der Abwehr noch offensiver. Allzu viel scheint den Spaniern nicht einzufallen. Sie lassen Caralda jetzt steigen, in der Hoffnung, dass er selbst einen Stürmerfoul produziert. Das ist nichts, das ist gar nichts. Die Franzosen haben ihre Chancen in der Schlussphase. Philipp Scharf, unentschieden.
Der Leistungsabfall der Spanier in der zweiten Halbzeit ist unübersehbar. Und jetzt produziert Garalda das nächste Stürmerfoul. Ihn kann doch der Trainer eigentlich gar nicht mehr spielen lassen, Rivera. Was macht denn der spanische Coach? Hofft er dann auch nur auf die Gewaltschüsse von Garalda. Aber er macht doch viel zu viel Fehler im Angriff in dieser Phase. Geht Frankreich das erste Mal in Führung. Und das in den letzten beiden Minuten. 12:9 zur Pause. Nach einem sicheren Sieg der Franzosen, der Spanier sah es aus. Und das ist die Führung. Das ist die Führung durch Monturel. Spanien ist nervlich wohl schon K.O. Eine Mannschaft mit so viel Potenzen scheitert immer wieder an den eigenen Nerven. Und ich bin der festen Überzeugung, dieses Spiel verliert auch Trainer Valero Rivera. Wieder Fehlschuss von Matteo Garalda. Der 23-Jährige ist in den letzten 10 Minuten überfordert. Seine Würfe nicht zu hart, nicht zu platziert. Christian Boudon ahnt die Würfe förmlich. Vive la France! Die Franzosen, die so schwach begannen, die so hoch gehandelt wurden, können diesen Vorschusslorbeer, der ihnen vor den Titelkämpfen zuteil wurde, noch rechtfertigen. Noch ist alles drin. Und Frankreich spielt in der Vorrunde dann nur noch gegen Ägypten. Und das ist eine lösbare Aufgabe. Und wenn dieses Spiel gewonnen ist, liegt man einen Punkt vor den Spaniern. Das Finale ist zum Greifen nahe für die Blauen. Die aber normalerweise in Weiß-Schwarz spielen. Das war's, das war's. Vive la France! Der spanische Stier ist an den Hörnern gepackt. Und ist wiederum gedemütigt. Keine Revanche für Granollers, keine Revanche für Barcelona. Spanien ist K.O. Das ist nicht mehr zu reparieren. Letzte halbe Minute, 23:21. Nie aufgeben, das ist die entscheidende Frage. Die Franzosen haben es nicht getan. Über diese 2-Minuten-Strafe, da lachen sie. Normalerweise können sie fast alle vom Parkett gehen. Das Spiel ist gezogen, ist gelaufen durch eine immense Steigerung in der zweiten Halbzeit. Sie haben mehr als 20 Tore geworfen. Sie haben gewonnen gegen die Spanier. Und er war zum Schluss der Größte. Christian Gaudon, 26-jähriger Torhüter aus Nîmes. Das Spiel ist zu Ende. Die Franzosen haben die tief enttäuschten Spanier geschlagen. Unglaubliches spielt sich jetzt auf dem Parkett ab. Frankreich kann sich nur noch selbst ein Bein stellen in Richtung Finale. Lassen Sie diese Bilder wirken. Sie sprechen für sich. Die Analyse habe ich getroffen. 23:21. Erste Halbzeit 9 Tore. Zweite Halbzeit 14 Tore für die Franzosen. Und für mich hat dieser Mann in erster Linie das Spiel für Spanien verloren. In erster Linie, weil er der Akteur ist. Aber in zweiter Linie sicher Trainer Valero Rivera, der auf diesen Mann baute und sich damit schlecht beraten ließ.
Also Frankreich gegen Russland oder gegen Schweden, wenn man schon ein bisschen spekulieren darf. Das könnte nun das Finale sein.